Hallo und herzlich willkommen im Keller. Ich wollte zu meinem letzten Video, also wo ich angekündigt habe, dass ich als Commerz-Ben bin, noch ein paar Sachen loswerden. Da gab es nämlich einige Fragen, die sich häufiger wiederholt haben und dazu möchte ich jetzt gerne in diesem Video auch nochmal Stellung beziehen. Frage noch, erste Sache, ich soll doch ruhig Werbung schalten. Erstens freut es mich wahnsinnig, dass ich das ruhig soll und dass es so viele von euch gibt, die das nicht stören würde. Das Problem ist folgendes, ich habe auch einen Haufen Zuschauer, also es gibt mehrere Probleme. Eins davon ist, ich habe auch einen Haufen Zuschauer, die genau das schätzen. Dass es halt eben keine Werbung bei mir gibt, weil sie Werbung auch scheiße finden, so wie ich. Und das dann aus diesem Grunde gut finden. Es freut mich wirklich sehr, dass es auch Leute gibt, die das nicht stören würde und die es mir gönnen würden, wenn ich damit 3 Geld 80 einnehme. Aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich habe auch, das kann ich ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen ein Marketingkonzept für das Ganze. Ne? Man denkt da ja schon so ein bisschen drüber nach, wie könnte man Geld verdienen und so weiter und so fort. Und da ich nie 100.000, 200.000, 300.000 Abonnenten haben werde, also nie eine Kanalgröße, wo die Werbung dann so viel Geld einbringt, dass man davon zumindest einigermaßen leben kann. Das werde ich nie erreichen. Das ist völlig utopisch. Außer ich mache jetzt 5 Fakten zum Wald in 3 Sekunden Videos. In ganz trendy und hip. Aber selbst dann wahrscheinlich nicht. Und da müsste ich mich auch sehr, 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 sehr verstellen. Und ich habe bisher so den Eindruck, dass es so Dinge gibt, die ich nicht tun sollte, wenn ich so weitermachen soll wie bisher. Und da so die Hauptempfehlung zu, wie soll ich weitermachen, darin besteht, dass ich so weitermachen soll wie bisher, gehe ich schwer davon aus, dass es halt einfach echt ein Fehler wäre, jetzt plötzlich alles umzustellen und auf gnadenlosen Commerz-Ben zu machen, der jetzt auch noch das Geld aus der YouTube-Werbung mitnehmen möchte. Das will ich nämlich nicht. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Kann sein, dass das schon 100 Euro sind. Weiß ich nicht, falls das tatsächlich so sein sollte. Ich kann es mir aber irgendwo nicht vorstellen. Könnte ich theoretisch brauchen, aber ich will nicht unbedingt Geld um jeden Preis haben und Werbung gehört zu den Sachen, die ich einfach nicht machen möchte, um davon irgendwie dafür Geld zu bekommen. Das finde ich für mich irgendwie ist nicht meins. Ich will nicht sagen, Werbung ist falsch, oh Gott bewahre, nein. Also nicht jeder, der Werbung macht oder in der Werbung arbeitet oder Werbung auf seinem Kanal schaltet, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Das kann ja jeder gerne machen, wie er möchte. Es passt nur einfach nicht zu mir. Das ist einfach nicht so meine Art und Weise. Und deswegen möchte ich das gern weiterhin sein lassen. Und dann kommt noch erschwerend dazu, eben, dass es auch welche von euch gibt, die das genau auch ähnlich sehen. Und dass ich ja auch mal gesagt habe, ich mache keine Werbung. Und damit hat sich das auch schon erledigt. Ich drehe mein Fähnchen nicht nach dem Wind. Wenn ich sage, gibt's nicht, gibt's nicht. Aber trotzdem, vielen, vielen, vielen Dank nochmal an diejenigen, die gemeint haben, ich darf ruhig. So, dann wurde nachgefragt, was landet denn dann auf Patreon und gibt es dann Videos auf Patreon, die es auf YouTube nicht mehr gibt. Ja, dem ist so, weil ich möchte auf Patreon ja nicht Spenden sammeln einfach so ohne Gegenleistung, sondern so ein zweistufiges System. Die Tatsache, dass man mich unterstützen möchte, muss schon, so oder sollte meiner Meinung nach, schon eine gewisse Rolle spielen bei der Entscheidung, wenn man sich da auf Patreon als meine Patrone anmeldet. Aber dazu soll halt auch eben noch eine entsprechende Gegenleistung kommen. Also ich will da nicht einfach ohne irgendwas oder einfach nur so auf freiwilliger Basis Geld haben, sondern ich möchte auch eine konkrete Gegenleistung eben entsprechend für anbieten können. Und das sind dann halt eben die Patreon-Only-Videos, Texte und Podcasts. Gibt es ganz, 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 ganz bald. Und was mir sonst noch einfällt, wird es dann auch ganz, 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 ganz bald geben. Dazu nachher auch noch ein paar Worte mehr. Und damit sich das auch lohnt, bleibt das exklusiv. Das wäre ja blödsinnig. Es gibt da auch so Modelle auf Patreon von Leuten, die sagen, ja, wer mich auf Patreon unterstützt, der kann mein Video einen Tag früher sehen. Ja, was habe ich davon? Das bringt eher wirklich nichts. Das ist ja völlig Sinn. Meiner Meinung nach ist das völlig für den Eimer. Also das wäre mir keine 50 Cent wert. Jetzt allein. Also vielleicht mag ich denjenigen trotzdem unterstützen, weil ich toll finde, was der macht. Okay, das ist dann das andere Ding. Aber für einen Tag früher das Video gucken, das bringt ja nichts. Und deswegen möchte ich schon was anbieten, was wirklich was wert ist. Und ich finde, das ist nur dann gegeben, wenn es halt nicht kostenlos zu kriegen ist. Wenn du es dir aussuchen kannst, ob du es kostenlos guckst oder für Kosten, das wäre ja völlig idiotisch. Meiner Meinung nach. Also das ist so das Konzept, das da dahinter steht. Ich möchte gern ein bisschen was
zum Bieten haben, was man dann auch, dass man auch was bekommt, wenn man halt eben sagt, man möchte mich da gerne unterstützen. War nur nicht darauf vorbereitet, dass es auch einige Leute gibt, die da noch erheblich mehr zahlen, als man eigentlich müsste. Das macht mir noch zu schaffen. An dieser Stelle übrigens vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für diejenigen, die sich da jetzt angesprochen fühlen. Ich mache auch noch ein extra Video diesbezüglich. Gut, das also das Thema Sondervideos auf Patreon. Dazu noch kurz drei Sachen ergänzt. Das steht auch auf meiner Patreon-Seite, aber ich sage es dir auch nochmal schnell. Was kommt dann auf Patreon? Erstens Sachen, die unglaublich aufwendig sind, die aber niemanden interessieren, beziehungsweise wenig Leute interessieren, sprich richtige Vorlesungen. So ein Kram, das landet auf Patreon, bis auf wenige Ausnahmen, die jetzt noch kommen. Und ab dann werde ich das tatsächlich auf Patreon auslagern. Das heißt nicht, das sind meine Vorlesungen im Plauderton-Videos. Die sind ja immer so einzelthematisch. Ich habe auch noch die Vortragsreihe Ökologie laufen, wem das was sagt. Und die wird dann, sobald die Zytologie, also die Zelllehre durch ist, wird die nur noch auf Patreon zu sehen sein. Weil das ist jede Menge Arbeit und die interessanten Sachen kommen nach der Zytologie erst. Und da steckt dann so viel Herzblut drin, dass ich mir bescheuert vorkomme, wenn ich das gratis zur Verfügung stelle. Das möchte ich dann halt schon eben verkaufen, weil das kannst du nur dann machen, dazu was erzählen, wenn du es studiert hast. Und Studium kostet Geld und hinterher möchte man dafür Geld verdienen. Ne? Das ist nun mal so, so funktioniert die Welt. Deswegen, so läuft das dann. Außerdem persönliche Sachen, wo ich nicht möchte, dass jeder Depp quasi auf YouTube gucken kann und das dann über mich erfährt, die würde ich auch auf Patreon packen. Zum Beispiel, da wird es dann mal irgendwann eine Biografie von mir auch geben, ein Lebenslauf. Biografie klingt zu hochtrabend. Die dritte Sache sind so Dinge, die man eigentlich im Internet fast nicht erzählen kann, ohne dass man irgendeinen Depp an der Backe hat. Also zum Beispiel, es gibt den Klimawandel. Was? Nein, den Klimawandel gibt's nicht. Lügner, ich weiß es genau. Ich bin irgendein Typ im Internet. Sowas in der Richtung. Davon habe ich jetzt genug erlebt in meiner YouTube-Karriere, auch wenn es sich in Grenzen gehalten hat. Aber ein paar von der Sorte reichen mir schon. Da habe ich einfach nur Verachtung für übrig. Und das nervt mich tierisch. Ja, man kann jetzt sagen, ja, da musst du halt mit klarkommen, wenn du einen YouTube-Kanal hast. Und das Schöne ist, nein, muss ich nicht. Ich kann meine Patreon-Seite anlegen und kann so ein Zeug dann nur auf Patreon veröffentlichen. Ätsch. So viel zu dem Thema. Dann gab es noch Verwirrung, weil ich gesagt habe, auf Patreon gibt es dann auch die Möglichkeit, an Führungen teilzunehmen, an jedem ersten Sonntag im Monat. Das ist auch so und das ist so gedacht quasi als regelmäßiges Community-Treffen, damit ich die Leute, die mich da unterstützen, dann auch mal zu sehen bekomme. Also wenn sie Lust haben. Nicht, dass ihr müsst. Also müssen ganz bestimmt nicht, aber die Option möchte ich gern einführen und das wären dann halt wirklich Mini-Community-Treffen sozusagen in regelmäßigen Abständen, damit man sich ein bisschen unterhalten kann. Für mich auch deswegen einfach wichtig, weil ihr ja mit Sicherheit tolle Ideen habt, wie es weitergehen soll. Ihr zum Teil ja auch viel mehr Erfahrung mit zum Beispiel dem Thema Selbstständigkeit per se habt und Ideen, Anregungen, Wünsche, alles super, kann ja alles brauchen, funktioniert am besten im persönlichen Gespräch. Und deswegen, das ist so der eine Faktor. Der andere Faktor ist natürlich, ich erzähle da auch was zum Wald. Selbstverständlich, das ist ja dann auch schon eine Waldführung. Aber für mich ist das schön halt einfach schön, wenn man sich dann mal hin und wieder mal gerne sehen kann. Und vielleicht für den einen oder anderen auch ganz interessant, der vielleicht mich mal kennenlernen möchte. Kann ich zwar nicht nachvollziehen, aber soll ja vorkommen. Das ist die eine Sache. Und dann muss man jetzt natürlich überlegen, da sind ja noch 3 Sonntage im Monat übrig. Ja, und da mache ich dann andere Führungen. Die kann man dann auch. Ich weiß noch nicht hundertprozentig wie und das wird auch noch eine Weile dauern, aber die kann man dann auf irgendeinem anderen Wege buchen oder kommt einfach vorbei und drückt mir 5 Euro in die Hand oder ich weiß es noch nicht hundertprozentig. Ich muss mir da noch ein paar Gedanken drüber machen. Wichtig ist halt nur, ist nicht so, dass man unbedingt auf Patreon sich anmelden muss, um meine Bandführung mitmachen zu können. Das überhaupt nicht. Also ganz und gar nicht. Dieses Missverständnis wollte ich jetzt mal aufräumen. Insbesondere dann so irgendwelche größeren Touren, wenn es dann tatsächlich mal nach Schweden geht oder Schottland, Norwegen, Rumänien. Rumänien ist auch noch, oh, ist auch toll, die Karpaten. Oh. Solche Sachen, das läuft völlig unabhängig von Patreon. Ne? Also höchstens, ich komme mal irgendwann auf die Idee, dass ich meinen Patronen dann noch 10% Rabatt auf solche Touren gebe vielleicht. Oder irgendwie sowas. Das könnte noch passieren. Aber das auf jeden Fall
für die Masse auch verfügbar. Das ist wichtig, ne? Also dass da keine Missverständnisse aufkommen. Dann, viele haben angemerkt, ich soll doch in Nationalparken und so weiter und so fort dann Touren machen. Und generell in Deutschland. Und ich hatte ja gesagt, Deutschland ist schwierig, weil man muss immer den Waldbesitzer fragen. Da ist eine Wanderung quasi unmöglich, weil man ständig in einen anderen Wald kommt und andere Waldbesitzer dann da vorherrschend ist. Und so ist es leider auch mit Nationalparken. Zwar wäre es da relativ einfach zu sagen, man muss nur eine Person fragen. Das Dumme ist nur, dass die ja jeweils eigenes Personal haben. Jeder Nationalpark, jedes große Naturschutzgebiet macht ja von sich aus per se auch schon Führungen. Den haben sie den Bildungsauftrag eben vom Staat, dass die das machen müssen. Und da wage ich zu bezweifeln, dass es da mir häufiger gelingen wird, beziehungsweise mir überhaupt irgendwo gelingen wird, dann das Okay zu bekommen, dass ich da Privatführungen einfach so drin mache, wo die halt nichts von haben quasi, wo die nichts von mitbekommen, die eigentliche Parkverwaltung. Vielleicht ist das hier und da doch möglich, das weiß ich nicht. Natürlich muss man sich dann auch sämtliche Regeln halten und man könnte auf keinen Fall in dem Park irgendwo übernachten, das kann man gleich verknicken, aber zumindest mal durch. Wandern, vielleicht ist das möglich. Vielleicht. Aber ich glaube es aktuell tendenziell eher nicht, weil dafür haben die ja ihr eigenes Personal und ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich da unbedingt Konkurrenz anlachen wollen. Das wäre was anderes, wenn man da jetzt zum Beispiel als Professor mit Studenten hingeht. Das funktioniert. Aber bei mir ist es ja wirklich eine kommerzielle Veranstaltung letztendlich, weil ich kriege da ja, will da zumindest ein bisschen Geld für haben und in dem Moment fällt das alles ein bisschen schwieriger, als wenn man das als Privat, Spaßveranstaltung machen möchte. Dann noch ein paar Worte, warum ist es eigentlich jetzt Patreon und nicht irgendeine andere Seite, wo man sich quasi für das, was man tut, Geld als Unterstützung auszahlen lassen kann. Da gibt es nämlich durchaus auch Beispiele, da wäre das von den Überweisungsgebühren, von dem Geld, das die Seite selber dafür, dass es sie gibt, einbehält, da gäbe es günstigere Lösungen. Aber deswegen Patreon, weil ich ja, habe ich ja schon eingangs erwähnt, gerne eine Gegenleistung anbieten möchte. Und deswegen ist dieses, das nennt man glaube ich Paywall-Modell, finde ich interessant. Dass man einfach sagt, da ist eine Wand und wenn du payst, dann geht die Wand weg und dann kommst du an das Zeug, was dahinter ist. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen böse, aber ich finde, es ist einfach eine faire Sache. Unterstützung gegen Unterstützung, ne? Ist ein Tauschgeschäft. Und deswegen Patreon, weil da halt einfach die Möglichkeiten, so ein Material da einzustellen für verschiedene Beträge, die man sich selber aussuchen kann. Was für ein Material man da einstellt, kann man sich alles selber aussuchen, kann man sich alles personalisieren und so weiter. Da sind die Möglichkeiten auf dieser Seite einfach sehr, sehr, sehr groß und gefällt mir gut. Mir gefällt auch das Design. Ich komme da prima mit der Benutzeroberfläche zurecht. Ich finde die Statistiken, die man da bekommt, sehr, sehr transparent. Auch die Kritik, dass man nicht genau sehen kann, was da wie abgezogen wird vom Geld, das stimmt für denjenigen, der das Ding nutzt. Stimmt dann, wenn derjenige, bei dem er es nutzt, es nicht genau hingeschrieben hat. Und das habe ich getan, damit ist das Problem auch schon wieder gelöst und dann fallen mir nicht mehr viele Nachteile ein, die ich an Patreon noch entdecke. Außer, dass es natürlich mehr Geld verloren geht, in Anführungszeichen, also in Form von Steuern, in Form von Gebühren, in Form von dem, was halt eben diejenigen, die an der Zahlung an sich beteiligt sind, einnehmen, also PayPal zum Beispiel. Das könnte weniger sein, da gibt es Möglichkeiten, aber dann habe ich halt eben nicht diese ganzen Optionen, Material auf dieser Seite zur Verfügung zu stellen, sondern dann wäre es eine reine Spendenseite sozusagen und das möchte ich halt eben nicht, sondern ich will da gerne eine Gegenleistung anbieten und das geht halt meines Wissens nur auf diesem Wege. Ich habe da noch keine Alternative gesehen, die das, was ich gerne möchte, tut und dafür billiger wäre als Patreon. Und große Skandale habe ich bei denen bisher auch noch nicht erlebt. Also, und die sind unabhängig von Google und meines Wissens auch von Facebook. Wüsste nicht, dass da Facebook irgendwas mit Patreon zu tun hat. Falls doch, dann korrigiert mich bitte. Dann ist mir das wirklich völlig entgangen. Dann haben viele gesagt, ich brauche eine Homepage. Jawohl. Danke. Sehe ich ein. Brauche eine Homepage. Werde ich mich entsprechend drum kümmern, dass ich so ein Ding dann in nicht allzu ferner Zukunft dann hoffentlich auch mal habe. Es reicht ja erstmal so ein grobes Ein-Text-Seitending, wo man wenigstens so ein bisschen nachlesen kann, was ich tue, was ich vorhabe. Und sowas habe ich, glaube ich, relativ schnell.
Und dann kann ich ja nach und nach, peu à peu, noch so ein paar andere Sättelchen da dazu bauen und halt auf meine Videos verlinken und auf Patreon und so weiter. Ich soll Patreon in jedem Video in die Videobeschreibung reinschreiben. Ich hoffe, ich denke diesmal dran. Das soll ich auf jeden Fall auch machen. Ja, muss nur dran denken. Das ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich krieg's noch hin. Ich krieg's noch hin. Dann gab es noch ein paar Leute, die der Meinung, die gefragt haben, ob es nicht Möglichkeit gäbe, einfach quasi direkt ein bisschen Trinkgeld zu geben. Das gibt's. Das ist aber so eine Sache. Da bin ich jetzt wieder. Das möchte ich. Also ich werde mich nicht beschweren, aber im Grunde möchte ich das nicht sagen, dass ich das möchte. Sagen wir es mal so. Ich schicke es euch nicht zurück, wenn ihr es mir schickt, mit Empörung und wie kannst du nur, das ganz bestimmt nicht. Aber ich fände es dann schöner, wenn ihr einfach nur noch ein bisschen wartet und dann seht, oh, jetzt gibt es eine Bandführung, ah, da mache ich mit. Und dann halt sowas quasi auf diesem Wege mich unterstützt, weil einfach nur, ja, ein Trinkgeld, ich meine, das ist in Ordnung. Ich möchte mich nicht beschweren, wirklich nicht. Aber ich möchte das auch nicht unbedingt haben, also nicht fordern, weil ich möchte euch gerne irgendeine Gegenleistung anbieten. Also wenn ihr jetzt schon sagt, will das unterstützen, was du machst, da hast du Geld, dann möchte ich auch dafür irgendwas geliefert haben. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, das weiß ich, dass das jetzt da wahrscheinlich vom einen oder anderen kommen würde, weil es kam schon häufiger. Ja, du hast ja so viele Videos gemacht und so weiter und so fort, da steht ja in keinem Verhältnis, da ist ja die Gegenleistung schon längst erbracht. Trotzdem, die Videos, die kosten nichts und das soll auch so sein. Das finde ich auch gut so und ich mag das so. Und die sollen auch nichts kosten und deswegen möchte ich auch nicht, dass ihr jetzt das Gefühl habt, dass ihr jetzt da unbedingt irgendwas für zahlen müsst, nur weil ich jetzt beschlossen habe, dass ich jetzt Commerzband bin. Also, so weit geht es mit den Commerzbändern auch noch nicht. Und das müsst ihr ja auch noch mal im Hinterkopf behalten: das Patreon-Ding. Das ist ja derart durch die Decke gegangen. Damit hatte ich ja hinten und vorne nicht gerechnet. Das läuft so gut. Da würde ich fast sagen, auch wenn das, wenn man sowas nicht darf, da wird jeder BWLer einem den Kopf abreißen. Da brauche ich ja eigentlich fast schon nichts mehr, ne? Also, ich bin geneigt zu sagen, das ist jetzt genug, es langt. Das ist ja wirklich so derart durch die Decke gegangen. Ich bin da noch nicht klar, ist mir da. Bruh. Also, mein ursprünglicher Plan war ja nebenher noch, Taxifahrer steht da unten in den Kommentaren. Nein! Nicht Taxifahrer. Ich wollte ja nebenher noch irgendwas anderes machen, jedenfalls. Aber wenn das jetzt so losgeht, vielleicht überlege ich mir das dann auch nochmal anders, suche mir irgendeinen ganz kleinen Job, also sprich so ein 450-Euro-Teil. Von mir aus auch dann Taxifahren. und mach dann gleich, also hauptberuflich, das mit der Selbstständigkeit. Vielleicht. Ja, ich sage das jetzt völlig unter Vorbehalt, worauf ich aber einfach nur hinaus möchte. Also, das muss wirklich nicht sein. Also, das ist echt nicht notwendig, dass ihr jetzt mir hier größere Trinkgelder, also, oder auch kleinere Trinkgelder, muss auch nicht sein, überweist. Ne? Aber ja, wer das jetzt möchte, wem es ein Anliegen ist, das zu tun. Der kann das über PayPal machen. Da braucht ihr auch einfach quasi nur meine E-Mail-Adresse. Die steht in meinem vorläufigen Impressum in meiner Kanalbeschreibung. Eigentlich sollte das Impressum auf einer separaten Website stehen, die ich noch nicht habe, aber bald. Und solange es die noch nicht gibt, steht in meiner Kanalbeschreibung. Also wenn ihr auf meinem Wald Kanalbeschreibung da irgendwie auf diesen Reiter, diesen Tab klickt, da stehen sämtliche Kontaktdaten meiner Person inklusive meiner E-Mail-Adresse. Ich glaube, die ist auf diesem Feld für geschäftliche Anfragen. Da muss man dann draufdrücken, dann ploppt die irgendwie auf. Und mit der kann man auch via PayPal dann entsprechend mir Geld zukommen lassen, wer das unbedingt möchte. Ich möchte aber nochmal betonen, momentan läuft das so gut. Ich verhungere nicht so schnell. und nie, nur nicht unbedingt notwendig, ne? Wirklich nicht. So. So, dann gab es ein paar Leute, die sich echauffiert haben, weil Ben Werbung für Weihnachtsbäume macht. Also, erstens mal mache ich keine Werbung für Weihnachtsbäume, sondern erkläre einfach mal, was es mit dem Brauch auf sich hat, welche Weihnachtsbäume es da gibt, was die Dinger so kosten könnten, was man beachten muss, wenn man sich einen zulegen möchte und so weiter und so fort. Und wer sich dann noch keinen zulegen möchte, der will ich keinen zulegen, das ist mir scheißegal. Ich will in keinster Weise Weihnachtsbäume verkaufen. Davon möchte ich mal mich distanzieren und möchte weiterhin darauf hinweisen, dass es ein bisschen.
Man kann natürlich schon sagen, für mich muss kein Baum sterben. Ich will nicht, dass es nur wegen, damit ich einen schönen Baum in der Bude stehen habe, ein Baum umgesägt wird. Das kann man schon sagen, ja. Aber das Problem ist folgendes. Das wird erstens den Weihnachtsbaummarkt nicht nennenswert beeinflussen. Die Leute, die keinen Weihnachtsbaum wollen, sind sowieso immer Single-Haushalte und die haben eh so gut wie nie einen. Oder halt Pärchenhaushalte, die haben auch ganz oft keinen. Ein Weihnachtsbaum ist gedacht für Familien, das ist so. Familien haben fast alle einen, das fände ich auch gut, gerade eben wegen den Kindern, dass die halt eben diese Tradition mitgegeben bekommen. Ich finde, es ist eine schöne Tradition und wenn man jetzt sagen muss, ja, aber da muss ein Baum sterben, folgendes. Diese jungen Bäumchen, nehmen wir mal an, die würden so im Wald stehen. Die hätten eine Überlebenschance von maximal 1 zu 100, dass daraus noch irgendwas Größeres wird als so ein junges Bäumchen, wie man es quasi als Weihnachtsbaum aufstellt. Und wenn die von der Plantage kommen, dann würden sie eh nicht älter werden. Und es ist, ich sehe einfach den Grund nicht, weshalb man Weihnachtsbäume denn jetzt so großartig kritisch sehen muss. Das ist wie wenn man sich einen Strauß Blumen in die Bude stellt. Kann man auch sagen, nein, ich brauche keine Blumen in der Bude, die Blumen können weiterleben. Und so weiter und so fort. Ja, kann man, wie gesagt, alles der Meinung sein. Aber nochmal, ein Weihnachtsbaum ist völlig unkritisch. Das sagt sogar der Peter Wohlleben. Selbst der hat in der Hör zu ein kleines Interview gegeben, habe ich bei meiner Mutter gelesen. Die hat die Hör zu abonniert. Ich brauche keine Fernsehzeitung, aber meine Mutter hat sowas. Und da äußert sich der Wohlleben. Wenn ich irgendwo Wohlleben lese, lese ich ja immer gerne, was der so erzählt. Und selbst der sagt, ja, Weihnachtsbaum ist total unkritisch. Jeder darf sich gerne einen Weihnachtsbaum kaufen. Das macht nichts. Und wenn das selbst der Wohlleben sagt und ich, aber das ist ja wohl, ne? Ich finde, das ist eindeutig. Ja, gucken wir uns mal den Produktlebenszyklus von einem Weihnachtsbaum an. Der wird für nahezu so gut wie keine, also so eine Produktlebenszyklusanalyse, die kann man in CO2-Äquivalent machen, dass man also quasi sagt, wie viel Ressourcen sozusagen in Form von eben CO2-Einheiten, das wird halt in diesem Wert einfach mal gemessen, braucht denn so ein Produkt im Laufe seiner Lebensdauer. So, und jetzt gucken wir uns diesen Baum mal an. Bei der Saat so gut wie nix. Da rennt man über den Acker und schmeißt Saatgut hin. Im krassesten Fall, nicht unbedingt, aber das ist schon gar nicht messbar, was das für einen Arbeitsaufwand darstellt. So, jetzt wächst das Ding, dann wird es umgetopft. Wie funktioniert das? Umgepflanzt. Wie funktioniert das? Da kommt jemand mit so einer Schaufel, macht zack, nimmt es raus, setzt woanders rein, fertig. Arbeitsaufwand, CO2, so gut wie nicht messbar. Das gleiche passiert nochmal, wenn das Ding dann auf die Plantage kommt. So, da steht es dann wächst es. Gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt nicht spritzen in so einem Fall, weil es sich um einen Biobaum handelt und ich habe ja empfohlen, nach Möglichkeit eben die Bäume auf diesem Wege zu kaufen. Wächst da weiter. So, und jetzt wird nämlich interessant, da gibt es nämlich Minus-CO2-Kosten, weil der Baum nimmt das Zeug ja auf. Also Bäume pflanzen, Bäume wachsen lassen ist in jeder Fall gut für Umwelt, für Klima, für alles. Da gibt es überhaupt nichts Negatives dran. Ob der Baum jetzt nie existiert hat oder da nur relativ kurz gewachsen ist, bevor er dann gefällt wurde, um ins Wohnzimmer gestellt zu werden, lasse ich jetzt mal so stehen, ne? Jetzt kann man natürlich mit der ethisch-moralischen Keule ankommen und sagen, aber der Baum ist tot. Ja, wir sind Tiere. Tiere müssen, um zu leben, Pflanzen töten. So, und jetzt kann man sogar mit einer Betrachtungsweise dahin gehen, dass man sagt, alle Pflanzen sind gleich wertvoll. Es gibt keine Unkräuter, aber ein oller Weihnachtsbaum ist auch nicht mehr wert als ein Spitzwegerich, der irgendwo am Wegesrand wächst, den man dann unbedingt auf irgendeinen Mückenstich drauf quetschen möchte oder irgendwie sowas. Ne? Also, meine Güte, das ist ein Weihnachtsbaum. Das ist nicht so, dass das irgendein 3000 Jahre alter Sequoia in Kalifornien ist, den man da fällt, um ihn sich ins Wohnzimmer zu stellen. An dem Produkt ist überhaupt nichts auszusetzen. Das hat CO2 aus der Atmosphäre aufgenommen. Das kommt dann ein bisschen ins Wohnzimmer. Solange ist das CO2 gespeichert. Und hinterher kann man sich überlegen, schmeißt man sich das Teil als Gerippe in den Garten, damit er da dekorativ rumliegt, oder verheizt man ihn. In dem Fall ist der Produktlebenszyklus immer noch fast schon positiv, weil man erzeugt Wärme, gibt zwar das CO2 wieder ab,
aber es war dann mindestens ein klimaneutraler Brennstoff und dabei hat man sogar noch ein bisschen Wärme und ein bisschen Freude an Weihnachten bekommen. Also ich würde sagen, ein Weihnachtsbaum ist definitiv ein gutes Geschäft. Und wer jetzt unbedingt sagen muss, nein, Weihnachtsbäume sind schlimm, sind böse, sind übel, der darf das selbstverständlich gerne tun. Aber ich wollte dazu jetzt doch nochmal Stellung beziehen und hasst mich von mir aus, aber wenn der Wohlleben und ich uns einig sind, dann kann es ja eigentlich nur richtig sein. Das kommt nämlich nicht so oft vor. So. Das wär's gewesen in diesem Video und damit tschüss.